Ja, hallo und willkommen zurück zu Chibi Robo, Part Nummer 38. Im letzten Part haben wir ein wenig gekocht. Und, haben dafür auch die Kochplakette bekommen. Und heute wollen wir mal gucken, dass wir auch mal ein bisschen weiterkommen. Also auch noch wieder was Neues sehen. Wir haben auch nach und nach hier die eine oder andere Tür schon gefunden. Im Foyer fehlt da noch eine. Werde ich jetzt gleich nochmal hingehen. Ich bin auch gerade noch so am nebenbei überlegen, was wir sonst noch so alles machen könnten. Unter anderem müssen wir ja, glaube ich, den... Ach nee, hat nicht hier Sophie gemeint, dass die im... im Wohnzimmer wartet. Muss ich gleich nochmal gucken, wo die sich genau hingesetzt hat. Und ich gucke jetzt nochmal ganz kurz, ob mir hier der Radar nur den Ring angezeigt hat oder ob das... So, Achtung, hier... Nee. Zeigt die Richtung? Wartet mal. Hier hoch? Also oben? Gut, also müssen wir nochmal hoch, alles klar. Natürlich auch irgendwie blöd gemacht, dass man halt erst den unteren und dann den oberen angezeigt bekommt. Aber, ja. Ist ja auch schnell erledigt, denke ich mal. Je nachdem, wie weit oben. So, gleich mal gucken. Ach, da ist Sophie nochmal. Wie möchte ich hier wieder die Treppe runterfallen, oder was? Okay. Also da hinten irgendwo. Gut, dann gucken wir gleich mal nach. Sagt eigentlich der Vater irgendwas im Schlaf? Oder macht... Dangerous. Also irgendwo hier, vielleicht da in der Ecke... Mal gucken. Irgendwas muss ja dann vermutlich auch noch, also wir haben im letzten Part auch noch ein bisschen die Plaketten angeguckt. Hier flackert irgendwie gerade der Schatten. War das jetzt hier irgendwo? Alles klar. Okay. Doch so einfach und ja. ja gut, wenn ich zu nah dran ziehe, dann schieß natürlich durch die Wand. So, und das war dann auch die letzte Tür hier, oder? Oh, war der Knopf. Nee, da fehlt da noch eine. Vielleicht gibt es auch drei versteckte Türen hier. Oder ich habe irgendeine woanders da übersehen. Werde ich gleich mal gucken. Im Schlafzimmer gibt es ja auch noch einige Türen, glaube ich. Gab es eigentlich im... Ja gut, das werde ich dann alles noch gleich noch überprüfen. Nee, hier gibt es nichts mehr. Ja gut, dann frage ich mich jetzt aber, wo hier noch die letzten Türen sind. Sind die oben oder unten? Die Tür haben wir ja, auch wenn wir sie jetzt nicht erkennen. Hinter dem Auto war eine, die zwei haben wir unten. Haben wir die ganz da unten? Könnte ich mal nachgucken. Aber ich werde jetzt erstmal ins Kinderzimmer gehen, wenn ich schon mal hier stehe. Einfach nur, um die Zeit möglichst gut zu nutzen. Weil ich glaube nicht, dass ihr nur sehen wollt, wie ich ständig hin und her laufe. Aber ich denke mal, gerade bei Chibi Robo passiert eigentlich fast immer irgendwas Neues. Oh! Oh nein, aufhören! Du machst es kaputt! Ist Sonnenschein mal wieder aggro? Gehen wir gleich mal hin. Die Musik auch hier. Hey, Sonnenschein! Lass mal das Schloss ganz! Hey, Sonnenschein extrem! Der süße Bär braucht Nektar! Ich hoffe, ich habe noch Nektar dabei. Oh nein, aufhören, du machst es kaputt! Hab ich. Ja. Nee, hab ich nicht. Verdammt! Mist! Oben die Nektarblume ist ja verwelkt. Oh, verdammt. Hätte ich mir lieber gleich Nektar mitnehmen sollen. Gut, aber zumindest wissen wir, was wir zu tun haben. So, also gleich wieder runter. Zwei in den Garten. So. Vielleicht sollte ich wirklich hier und da mal eine Nektarblume pflanzen, damit ich schneller dran komme. So.
Eigentlich hätte ich da auch früher dran denken können, damit ich zumindest mit Wasser oder mit irgendwas meine Spritze fülle. Aber gut. Ist hier nicht ganz so schlimm. Jetzt habe ich vorhin noch erwähnt, dass ich hier nicht unnötig hin und her laufen möchte. Und dann mache ich es trotzdem. Haben wir die wirklich leer gemacht beim letzten Mal, die Spritze? Na gut, nicht so wild. So. Ich bin jetzt wieder irgendwie geneigt, die ganzen Flecke wegzumachen. Weil die auch noch gut Punkte geben. Wisst ihr was? Das mache ich jetzt einfach mal, wenn ich schon mal hier bin. So, dauert ja nicht allzu lange. Maximal eine Minute. Und liegt ja mehr oder weniger auch auf dem Weg. So. Und je eher wir das machen, umso eher haben wir auch unseren Rang 1. Den möchte ich ja eigentlich auch noch erreichen hier in dem Let's Play. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel wir da wirklich dann am Ende für Punkte brauchen. Aber ich glaube nicht, dass wir bis zum Schluss, also bis zur Main Story Ende, dass wir da der Rang 1 sind. Deswegen ist jeder Punkt willkommen. So, dann hier nochmal die schnell. So. Ja, die Hundeabdrücke, die lasse ich jetzt einfach mal sein. Die liegen nicht auf dem Weg und ja, geben auch viel weniger Punkte. Von daher. So. Und rein hier. So. Oben können wir uns dann auch nochmal wieder hochheilen. Also es macht wirklich, hat schon wirklich Vorteile, wenn man so viele Batterien hat, also so viel Energie. Wenn ich zwischenzeitlich immer daran denken müsste, wieder meine Batterie aufzuladen, dann, dann würde das ganz schön stören, denke ich mal. Nee, ich möchte mit ihr nicht reden. Nicht, dass jetzt irgendwas getriggert wird und dass ich dann erstmal wieder nach unten muss und... Nee, alles nach dem anderen. Eins nach dem anderen, so rum. So, eine Tür ist hier dann noch. Ich gehe jetzt gerade mal so gedanklich ein bisschen durch, was dann sonst noch alles fehlt. So, komm, ein bisschen schneller laden hier. Ist wieder Chaosmusik. Von hier aus sah er eben noch fröhlich aus, glaube ich. Ey, Sonnenschein! Benimm dich! Der hat echt Komplexe, muss ich ganz ehrlich sagen. Da! Nimm deinen Nektar! Ei! Mehr? Ja! Alter, der hat es ja wirklich. Hallo? Wie will der denn noch haben? Warte mal, ich frag nochmal kurz die. Weiser. Oh, Chibi-Robo. Der schreckliche Bär zerstört mein Schloss. Ich kann so nicht mehr leben. Bitte finde jemanden, der mir hilft. Oh nein, aufhören, du machst das kaputt. Oh, oder. Na gut, das hätte ich vielleicht mal vormachen sollen. Ich frage jetzt einfach mal Mord, vielleicht hilft er ja. Stimmt, da war ja was hier mit. Hier ist sowas. Erstmal gucken hier. Kann natürlich auch sein, dass ich erst mit Drake reden muss. Was willst du von mir? Hm? Was? Was war das? Ein Erdbeben? Oh nein, aufhören, du machst das kaputt. Ah. Kämpfen die jetzt, oder was? Eieiei. Ah, da ist Drake. Da peilt man wieder gar nicht. Alle Koordinationen. Heilige Qualm der... Jetzt habe ich es nicht gelesen. Du da, Bär.
Bleib sofort stehen, Monster! Wer zum Henker bist du denn? Haha, mein Name ist... Krombiger Drake Redcrest. Oh oh. Erstaunlicher Kraftschild der ungestümen Kraft. Boah, einfach mal weggehauen. Grrrr! Und nun gleite ich von dannen. Toller Held. Oh Mann. Mord, tu was! Aber es ist zum Wohle der Prinzessin Baisa. Es bleibt keine andere Wahl. Das ist ein Schalter auf meinem Rücken. Ich bitte dich, betätige den Schalter. Okay. Ach, muss ich ja drauf schießen? Ich bin bereit. Betätige den Schalter. Ja gut, alles klar. So. So. Jetzt kommt er bestimmt mit seiner... Oh Gott! Okay. Jetzt dreht er völlig durch. Oh Mann, ey. Oh Mann, solche Unterhaltung kriegt man sonst nicht. Oh Mann, das geht so schnell weg. Oh Mann. Ich habe es getan. Diese Technik kann ich nur einmal im Leben einsetzen. Die super mirakulöse Mordüberraschung Version 2. Die gefürchtete SMU Version 2. Wie auch immer, Prinzessin Baisa. Ich hätte das doch gar nicht mitbekommen, die war ja schon komplett weggetreten. Ein Herz mit einem Sichel drin, okay. Ja! Mord. Oh, der Bär. Du hast ihn vertrieben. Ich wusste, dass du zu meiner Rettung eilen würdest. Nun kann ich dich endlich fragen. Steht auf der Kiste. Mord. Warst du es, der mir Blumen gebracht hat? Sehr schön. Ey, da wird es nochmal richtig. Sieht natürlich sehr unpraktisch aus mit der Pistole. Mit dem Chibi-Blaster. Oh, du hast die Mord- und Prinzessin-Plakette erhalten. Sehr schön. Du bist wirklich erstaunlich, Chibi-Robo. Was ist das für ein komischer Rahmen? Okay, alle weg. Der Bär. Was ist eigentlich mit Drake? Hallo, Drake? Raumjäger, Kodex, Nummer 8. Das Recht zaudert niemals. Na, Sonnenschein? Ich war schon wieder am Durchdrehen, Chibi-Robo. Ich möchte mein Nektarproblem in den Griff kriegen, aber ich weiß nicht wie. Tja, nun. Hätte ich nur den Nektar von der Blume, die damals in diesem Haus geblüht hat. Ich habe den Samen, aber es dauert 10 Jahre, bevor die Blume verblüht. Deswegen gebe ich ihn dir, Chibi-Robo.
Ah, okay. Legendärer Blumensamen. Ich glaube, ich werde wieder clean, wenn ich den Nektar der legendären Blume kriege. Aber dauert das wirklich 10 Jahre? Das dauert zu lange. Total niedergeschlagen. 10 Jahre? Natürlich die Frage, wo ich den einpflanzen muss. Warte mal, vielleicht steht da irgendwas im Menü. Ah ne, hier können wir nochmal kurz gucken. Eher Mord- und Prinzessin-Ding. Ist auch das, was ich beim letzten Mal nicht erkannt habe. Legendärer Blumensamen. Es dauert 10 Jahre, bevor diese Blume erblüht. Okay. Mal gucken. Also entweder muss ich die im Garten einpflanzen oder in der Küche. Weil ich meine, sonst würde es ja keinen Sinn machen, wenn man da Blumentöpfe hat. Oder ja gesagt, so ein Bereich. So, jetzt bevor ich nochmal runtergehe, gehe ich zur Sophie. Vielleicht hat ihr nochmal was. Wobei man dazu sagen muss, dass Drake gerade bewusstlos im Zimmer rumliegt. Ja, mit einem Mal haben wir wieder was zu tun. Oh, ich habe den Liebesbrief noch nicht gegeben. Ich habe den Liebesbrief noch nicht gegeben. Tut mir leid, dich damit zu belästigen, Chibi-Robo. Habe ich sie vielleicht verpasst? Jetzt hat sie den ja wieder verloren. Aber diesmal liegt er auch woanders da. Und letztes Mal lag er ja, glaube ich, ganz unten auf dem Boden. Dann holen wir uns einfach mal den Liebesbrief. Oh, fast vorbeigelaufen. So, Chibi-Robo? Hast du noch einen Brief gefunden? Soll ich ihn dir vorlesen? Ja gut, gucken wir mal, ob was anderes drin steht. Vielleicht hätte ich auch einfach nicht lesen sollen. Geliebter. Aus der Ferne schon vernehme ich deinen tapferen Schritte. Ich sehe dich die Bürde des Rechts in stoischer? Keine Ahnung. In stoischer Ruhe schultern. Keine Ahnung. Ich beobachte deine furchtlose Gestalt im Kampf gegen das Böse aus der Ferne. Ich fühle dich zu jeder Zeit an meiner Seite stehen. Doch kann unsere Liebe jemals frei sein? Werden unsere Herzen jemals Flügel wachsen? Ich könnte niemals ändern, wer du bist. Niemals könnte ich dich bitten, deine vor Mut erfüllte galaktische Pflicht abzulegen. Ich kann nur aus der Ferne beobachten und lieben. In Stille. In Stille, ja. Oh, ob es das wohl... Nein, unsere Liebe kann niemals frei sein, was? Also, er wiederholt nur was im Text wird. Tun wir einfach so, als hätte ich diesen Brief niemals gelesen. Ich glaube, eine Blume würde eine nette Antwort abgeben. Okay. Aber die Musik hört natürlich schon wieder auf. Hälfte der Zeit rum. So. Ich bin jetzt gerade überlegen. Also entweder muss ich Sophie wieder den Brief geben oder ich muss Drake den Brief geben. Ich habe keine Ahnung. Seltsam, ich weiß, dass ich ihn gerade noch hatte. Wie soll ich das nur sagen? Chibi-Robo? Es ist so voll hier. Kannst du mich später in der Küche besuchen? Ja. Oh, wirklich? Vielen Dank. Dann sehen wir uns später. Also irgendwie müssen wir da, glaube ich, eine gewisse Reihenfolge haben. Oder es ist halt immer weiterführend, ähnlich wie beim Television, beim Singen. Es handelt sich nicht um ein Rendezvous. Ja. Ich glaube, das hast du beim letzten Mal auch schon gesagt. Aber zumindest habe ich, glaube ich, dass was anderes im Brief stand als sonst. Wie viel Zeit haben wir? Oh, ich sehe gerade, wir sind eigentlich bei einer passenden Zeit angekommen. Dann passt es doch perfekt. Dann speichere ich hier und dann, ja, ich hoffe, euch hat der Part wieder gefallen und dann sehen wir uns das nächste Mal.
Ciao, ciao.